Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 7. Episode dieses Empyrean Let's Plays in der 6. Staffel. Ja, ich habe hier eben noch ein Häkchen gesetzt in der Drohne, dass er mir auch auf der Karte angezeigt wird. Da haben wir hier diesen Pin, so wie wir es hier oben sehen. Ja, und wir möchten jetzt wieder nach Hause hier hin, weil da haben wir unseren Constructor zwischengeparkt. Achso, und Luft, ne? Ist mir im Ofi fallen. Weil daran soll es ja am Ende auch nicht liegen. Ja, dann sind wir all set. Und wenn da nicht irgendwelche doofen Tiere im Weg irgendwo sind, könnten wir doch nach Hause schaffen. Aber mal kicken, wie sieht es denn bei den anderen so aus? Sterberate. Okay, mit 9 noch so im Mittelfeld, mehr oder weniger. Gut, Face ist auch schon ein bisschen weiter rumgekommen, wie man sieht. Ja, nice. Ist auch egal. Darum geht es hier nicht auf dem Server. Es geht hier auf diesem Server um das, was am Ende gebaut wird und den Spielspaß, den wir hier zusammen haben. Wenn wir auf Teamspeak zusammen sind und schöne Rennen zusammen veranstalten oder mal zusammen in irgendeine Station rangehen. Was ist das da? Krabbelt nicht? Noch nicht? Ah, Plasma. Haben wir schon. Ja, und so der normale Trieb hier, eigentlich eher rennend nach Hause zu gehen, das sollte man weitestgehend unterdrücken, damit man, wenn Monster sich in den Weg stellen, auch rennen kann und noch Ausdauer hat, weil die ist schnell weg hier. Ist zwar jetzt im Moment voll, aber geht richtig fix und das Ding ist durch. Wer ist da? Passwort, Losung. Kleines Raumschiff, KR in Rot. Warum Rot? Der dumme Hund fliegt hier einfach vorbei. Ich bin ja fast am Sterben. Drosten, was machst du? Loschi. Der hört sich so böse an, wenn man nah dran ist. Aber die sind ja friedlich. Die sind so lange friedlich, bis wir sie beschießen. Dann geht's ab. Jetzt 60 Meter, warte. Wir versuchen hier ein bisschen auf den Kamm zu laufen. Oh, na, da warte wieder. War ich wieder auf Shift. Ich wieder gerannt, heimlich. Wobei, so heimlich ist es ja nicht. Ich habe ja gesagt, dass ich gerannt bin. Abwärts. Und da sehen wir schon die Station ein wenig leuchten. Ja, eigentlich müsste man das Licht bis hier sehen, bin ich der Meinung. Da könnte man noch ein bisschen verbessern. Hey, will ich haben, auch wenn ich es im Moment nicht brauchen kann. Aber ich glaube, jetzt können wir unsere restliche Ausdauer auch verballern, weil wir ja gleich zu Hause sind. Gönnen wir uns mal was. Gönnen wir uns mal eine Brennung. Jo, er ist immer noch im Ackern, ist gerade fertig geworden. Kick an. Den und den und den und den. Der kommt nach oben. Ja, dann machst du Silizium und wenn wir dann Silizium haben, dann haben wir auch das Hoover-Gerät. So, brauchst du nicht alles machen. Ansonsten, das kommt nach oben alles. Salami würde ich als wichtig empfinden, dafür brechen wir dann das hier auch ab. Hier, ihn hier. Das wäre cool, wenn man das hier so rumschieben könnte, wenn man hier so eine Kette einnehmen hat, dass man dann sagt, nee, Eisen mache ich vorher, greifen, hier hinschieben, dass sich das all dann anders arrangiert, weil so musst du immer hin und zurück. Finde ich gut. So, das lassen wir drinnen, das ist Blödsinn, brauchen wir nicht mehr drum schleppen. Packen wir einfach auf einen Stapel. So, dann hat er die Salami. Dann brauchen wir das Silizium. Wie viel Silizium werde ich brauchen für meinen Hoover? 71. Eisen brauche ich 253. Ich brauche 129 Kupfer.
Ich brauche 109 Kobalt. Zack, zack, zack. Und wie gesagt, 71 Lithium. Da kommt es langsam. Ja, und dann können wir das Hoover in Arbeit geben. Das können wir schon mal anzahlen. Zyp, 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 zyp. Amphi hatte ich es genannt, glaube ich. Ihn hier, jawohl. Den kennt er auch schon. Freischalt Level 5, das ist anscheinend okay. Dann packen wir ihn mal in die Fabrik. 253, 129, 109. So, dann warten wir feierlichst auf das Silizium. 70. Nee. Freue mich. So. What? Zack, zack, zack. Hier. Ein bisschen wirr rumklicken. So, rüber damit und 13 Minuten. Das heißt, ab der nächsten Episode sind wir mobilisiert. Ja, wir haben auch zwei Geschütze auf dem Ding drauf. Welche Geschütze waren das? Was können die? Was für Moon brauche ich? Ah, ich glaube, das werden wir gleich, oder? Kriegen wir das hier irgendwie raus? Löschen, veröffentlichen? Nö. Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, was für Geschütze waren. Ich glaube, es waren Miniguns. Aber bevor ich da jetzt irgendwelche Ressourcen vergebe, die ja noch super wichtig sind, warte ich lieber ab. Output. Packen wir doch nach hier oben irgendwie. Lithium. Ich hätte gerne. Jetzt, da Silizium so gesehen erstmal erledigt ist. Achso, die Salami habe ich ja schon. Nein. Hab hier auch noch leichte Schwierigkeiten, das so alles so ein bisschen zu raffen. 4. Was fehlt uns? Elektronik fehlt uns, ne? Für Sturmgewehr und für Elektronik. Silizium, wie viel Elektronik brauchen wir für Puffpeng? Ein Elektronik hätte ich gerne. Tudum. Ja, genau. Anschalten. Ein Elektronik. Und ja, dann haben wir eigentlich alles. So, Munition, Metallstücke sind die Dinger, haben wir schon ein bisschen vorgesorgt. Magnesiumpulver ist das Zeug, haben wir auch einigermaßen. Pro Stück kriegen wir 25. Ja, dann mach doch 20 Stück. Haben wir 500 Schuss. Nice! Ich meine, dadurch sind wir dann auch nicht unbesiegbar, aber das ist schon mal ein mächtiger Schritt nach vorne. Da muss man nicht vor jeder Spinne wegspringen. Aber wenn es dann doch wieder 3 oder 4 Spinnen sind, dann wird es dann am Ende doch wieder eng, ne? Das ist klar. So, gehen wir mal hoch. Ey, ich bin ja schon ein paar Mal hochgekommen. Und ich bin dickköpfig, ich will da jetzt hoch. Na, Jetpack ist voll. So, geht doch. Muss bloß meckern. Sag immer wieder. So, Aloe Vera heben wir auf. Opuntia. Opuntia lässt sein Haar ab. Ne, das war was anderes. Das kommt nach nebenan. Das ist gut gegen Giftbiss. Werden wir uns mal aufheben. Orange. Ja, im Grunde genommen kann das ja alles vergammeln. Und wir sollten halt eben uns für ja, einzelne Missionen irgendwie was mit. Oh, Luft, Leute. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Aber wenn die alle ist, werden wir sterben. Weil wir haben keine Batterien. Ja, da könnte man jetzt eventuell mal bei den Nachbarn anfragen. Wie sieht's denn aus? Boon, ja, da weiß ich nicht, wo der Eingang ist. Und das hier oben ist ja viel zu weit und der Hund ist auch ein bisschen unterwegs. Wobei, wir haben ja in 13 Minuten wird das nicht reichen mit der Luft. So, das wird nicht reichen. Obwohl, hier drin kann ich ja den Helm abnehmen. Verbrauche ich keine Luft. Haha! ja, dann würde ich sagen... 13 Minuten, was ist los? Warum wird mir hier... Achso, muss man die Fabrik anklicken. Noch 10 Minuten wird das hier dauern. Das kann ja auch immer sein. Guck mal, jetzt ist der Server nämlich voll. Wenn ich jetzt runtergehe und sage, na, ich komme in 10 Minuten wieder, um hier Ressourcen zu sparen, kann es sein, dass ich nicht auf den Server komme und ich will ja weiter aufnehmen, was natürlich auch blöd ist.
Jetzt, aber ich will hier aber auch nicht 10 Minuten einfach rumstehen und euch voll labern, euch von meiner schweren Kindheit erzählen. Ja, da komme ich da. Meine Essen ist okay. Gesundheit ist okay. Ja, ich habe hier so ein Ding, aber das kann ich ja hier nicht drin bauen, oder? Kann ich das hier hinstellen draußen irgendwie? Das wäre ja natürlich der Knaller. Ei. Weil ich konnte ja auch keine Blumen anpflanzen hier, also werde ich hier auch nicht anbauen können an dem Ding, nee. Das wäre natürlich toll, wenn ich das auch für die Nachwelt, wenn ich hier so eine Luftpumpe hinstellen könnte. Aber ihr seht's. Nicht möglich. Warum meckert er nicht? Sauerstoff, jetzt meckert er, okay. Ey, oh oh, Trouble. Aber ihr seht, so ein paar Sekunden kann man auch ohne Helm draußen unterwegs sein. Tüdüm, 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 tüdüm. Ja, ansonsten... Nutzen wir den Helm mal lieber auf. Wie sieht's hier aus? 250 Munition, die hier unten kommen noch. Achso, wir haben 2 Elektronik bekommen, anscheinend. Ja, das ändert aber nichts an der Situation, dass wir keine Luft haben. Na, hallo. Böse Zungen könnten ja jetzt meinen, dass ich hier versuche, Zeit rauszuholen, aber dem ist nicht so. Ich bin tatsächlich, ich stelle mich da bucklig an. So, Helm ab. Dann machen wir voll nett. Ich gehe mal kurz für 5 Minuten vom Server. Kann ich mir auch noch ein Käffchen holen und komme dann gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ein paar Minuten später. Oben eben stand es eben. Blueprint ist fertig. So, ist natürlich hier in diesem, ich sag mal, Trichter. Schon mal die Waffe nehmen. Beladen. Ganz wichtig. Oh, neue Textur. Sieht nice aus. Aber zielen geht ja gar nicht mehr. So rechte Maustaste. Das hat mich schon bei der Pistole gewundert. Hier, ne? Helm. Helm wäre cool. So, dann wollen wir hier lange rumtuttern. Die Fabrikanlage mal bitte. Und Fabrik. Tüdüm, tüdüm, tüdüm. Ne, Bibliothek. Und zwar ganz oben. Eigentlich schon mal nachgesucht. So. Objekt erzeugen und irgendwie hier würde das machen. Tada! Da ist es. So, und jetzt mit ja schwerer Hoffnung, dass da drin auch ein bisschen Luft und ein bisschen Batterie ist. Aber ansonsten steht das Ding hier rum. Jetpack ist wieder aus, weil ich ja vom Server runter war. Oh, puh. Nee, kein Strom, kein Sauerstoff. Ganz schlecht. Privat sollte er nicht sein. Er kann ruhig DLR sein. Obwohl, ich lasse ihn erstmal wohl privat, weil ich ja hier auch meine Sachen drin verstauen werde. Er hätte ein bisschen Power. Was hier mit Verwalten? Nee, ist überhaupt gar nichts drin. Na, das ist natürlich... Das macht mir natürlich jetzt einen Strich durch die Rechnung. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Das heißt... Scheiße. Oh, was für Schützer habe ich denn hier drauf? Gerät. Zeigt mir der Gerät. Minigun. Minigun schießt hier drauf nicht. Auf Aliens. Ja, Alien. Nee. Doch, Alien muss drin sein. Und wenn er schießt, dann schießt er. Ja, die Dinger ballern ja automatisch. Worauf soll er zuerst schießen? Eigentlich auf. Das hier sollte erstmal reichen. Hm, ja, und welche Moon? 15 mm. Das war die dann schon mal haben. Ja, dann muss ich mich wahrscheinlich durchsterben, bis ich irgendwo wieder an Promethium komme. Das ist natürlich nicht schön. Ach, 15 mm, die muss ich ja auch erstmal freiskillen. Aber ich komme hier ständig an dem falschen Ding raus. Hoover Vessel Minigun Level 7. Das ist dann natürlich super. Wieso kann ich das Ding craften? Also jetzt Blueprint. Mit Level 5. Und warum komme ich jetzt so nicht an das Ding ran? Das ist natürlich auch doof.
Na gut, dann haben wir Abenteuer vor uns. Sehr deutlich. Das heißt, ich gehe mal hier ein bisschen höher. Ich würde mich jetzt wahrscheinlich dann durchschlagen nach hier oben zu Maximum Prime ist das. Oder hier zum Hund. Wobei der Hund, nee, der hat ja gerade eben für mich den Server verlassen, der eben voll war. Ja, wenn es öfter ist mit dem Server voll, schreibt mich auf Steam an. Ihr könnt mich alle als Kumpel, als Freund auf Steam haben. Das ist ja kein Problem. Könnt mich dort anschreiben. Und dann überlegen wir uns da was. Beziehungsweise dann weiß ich ja auch erst, dass der Server ständig voll ist. Ich gucke zwar, wenn ich so spiele, habe auch mir ein Admin-C gesagt, dass er ab und zu mal gucken soll. Aber jetzt sind es schon wieder nur noch 15. Jetzt ist praktisch ein Slot frei wieder. Ja, wie auch immer. Auf nach Norden und hoffen, dass wir dort den Maximum Prime antreffen. Nee, und ich soll nicht rennen. Das habe ich mir selbst verboten. Ach so, wenn ich losgehe, so Essen, ein bisschen Vorbereitung wäre toll. Und auch Dinge hier lassen, die wir vielleicht unterwegs nicht brauchen. Sorry, ist ein bisschen chaotisch. Aber die gehört dazu. So, kommen wir jetzt hier hoch. Ja, gleich beim ersten Mal. Wie geübt. So, was können wir hier lassen? Beziehungsweise, was nehmen wir mit? Das bleibt hier. Ein bisschen Essen haben wir. Also Problem ist, ich werde ja gleich sterben. Das ist ja klar wie nichts anderes, weil wir keine Luft haben. Ja, das heißt sterben, die Sachen wiederfinden, dann eventuell eine Wurst essen. Obwohl, nee, wenn wir wieder da sind, dann ist ja auch wieder alles hier auf Hälfte. Ja, dann versuchen wir schon mal ein paar Meter zu machen. Ja, ist natürlich doof. Aber geht nun mal nicht anders. So, soll ich die Elektronik hier lassen? Irgendwie steht der Constructor nicht so gut, oder? Was ist das hier? Kann man das haben? Nee, ist Gras an der Wand. Wandgras. Dich nehmen wir mit. Hatte ich den nicht eben? Den hatte ich doch eben nach nebenan getan. Jetzt packe ich ihn erstmal hier hin. Ja, ich glaube, dann sterbe ich auch gleich hier. Nehmen wir einen Helm ab. Ja. Mach mich tot. Bitte. Ist ja nervig. Muss man auf den Tod warten hier. Auch nett. Ein bisschen auf LSD hier. Erledigt. So, das wollten wir ja. So, hoch. Nicht da heimlich rumschlurfen. Helm? Dann liegen jetzt meine Klamotten, die können wir gerne wieder haben. Nimm mal, dann packen wir den rein und den. Pistole werden wir wahrscheinlich nicht gebrauchen, aber wenn ich die andere Wummelee geschossen habe, wird sie sicherlich sehr hilfreich sein. Ja, jetzt auf nach Norden. Kleine Tour. Nervt mich ja voll. Mann, dass wir keine Batterien haben hier. Oh, irgendwas genommen. Ups. Opuntia. Oh, ist aber doch ein schönes Stückchen, ne? Ne, da hinten sieht man das Wasser. Da müssen wir hin. Ja, und wir brauchen Level 7, um uns Minigun-Moon zu machen. Das heißt, man könnte auch mal durchaus ein bisschen ballern zwischendurch. Nein, ich muss in der nächsten Pause muss ich mal dringend gucken, ob jetzt hier rechte Maustaste zielen, ob das vielleicht nicht mehr belegt ist, als unbelegt ist. Irgendwie ist das merkwürdig. Weil anlegen und schießen, so ein bisschen genauer zielen, das wäre schon toll. Und das gibt auch jeweils immer 100 XP. Aha, es gibt auch. Na. Hier, Olet Ei, nehmen wir mit. Alles. Und ihr seht ja, unten links in der Ecke seht ihr 100 XP für. Das hat jetzt keine 100 XP. Da quietscht irgendwas, da kommt sie, da kommt sie. Und ich habe gar keine Angst mehr, weil ich jetzt eine dicke Waffe habe. Oh, jetzt sind schon zwei. Mit zwei Spinnen bin ich schon mal wieder nicht so entspannt. Oh. Nee.
komme nicht vorwärts. Warum komme ich nicht vorwärts? Ich bin wieder an irgendeinem blöden Stein hängen geblieben. Ja, iss mich noch auf. Mann. So, ich habe jetzt circa anderthalb Minuten, zwei Minuten gewartet, damit sich Tiere wieder ein bisschen verteilen. So, wo ist mein Zeug? In die Richtung. Und da sehen wir schon eine Spinne. Und jetzt sieht so nah aus auf der Karte. Heute fliegt es wieder direkt hinter mir. Und da vorne ist die nächste Spinne. Er damit. Ja. Und die weckt da jetzt nicht mehr los. Und ja, Ausdauer wird auch gleich wieder vorbei sein. Ach, ist das ätzend. Mann! Ja, genau. Also man sollte doch unten fest zugeordnete Slots haben, so wie wir das Beispiel aus Factorio kennen. Das fände ich gut. Dann würden sich jetzt automatisch das Sturmgewehr wieder auf Position 1 einsammeln oder einfinden. Ansonsten, oh, das könnte ja von der Zeit her reichen. Mich zur Not wenigstens ein bisschen verteidigen kann hier. Da ist aber irgendwas nah dran auf einmal. Bist du die Sch... Oh, drei, vier Stück da. So, hier ein gewagter Sprung und ihr schafft es nicht, weil ihr Spinnen seid. Und zusehen, dass wir ein bisschen Meter machen hier. Ich sollte... Wohin wollte ich? Norden, ne? Wohin... Norden ist... Was? Was denn jetzt? Ich ja in eine völlig falsche Richtung unterwegs. Was ist denn jetzt? Ich muss mich orientieren, fuck. Genau, und das ist noch so eine Tekla. Ja, ich renne wieder zurück. Na super, ich glaube, ihr fickt eingeschädelt. Mann, was ist denn hier los? Na, das ist ja mal wieder völlig knet. Mann! Muss ich... Oh. Nee, dann brauchst du auch nicht schießen, also... Die schaffst du eh nicht. Mann, und 240 Meter bis nach Hause, das sieht auch nicht besonders schaffbar aus. Mann, wir haben hier noch Moon, aber das sind einfach zu viele. Finde ich. Und hier muss ich die Pussy geben. So, wenn man jetzt hier ein bisschen zickzack läuft, sammelt man 1, 2, 3 fix gleich andere Tiere ein. Die einen auch noch verfolgen, wenn man sieht. Na, ich wollte eigentlich nicht hier unten rein, weil jetzt müssen wir wieder bergauf. Oh, cool. Kleiner Bluteffekt. Na, das ist ja, ja völlig vermokst hier. Tiere vor uns? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Hier können wir Sugarcanes noch schnell mitnehmen. Ah, man findet auch keinen hohen Stein, wo man rufgehen kann. So. Was ist denn los? Habe ich euch abgehangen? Ja, cool. Norden, da, die Richtung. Da haben wir doch aber vorhin Wasser gesehen. Wo ist denn das jetzt? Weiter rechts, da. Patsch. Ja, Maximum. Was ich für Wege auf mich nehme, um zu dir zu kommen. Und du weißt gar nicht, dass ich komme. Also Maximum ist hier Maximum Prime. Der wahrscheinlich genau jetzt überlegt, ob er den Server verlässt und was essen geht. Irgendwie so wird es kommen. Werdet ihr sehen. Oh, alles mitnehmen. Oh, Kaffee. Kleiner Kaffee. Auch gerne. Irgendwas, was brutzelt denn da? Ach, das ist hier die Eisendrohne. Ja, egal. Brauchen wir jetzt nicht. Meine Eisen kann man nicht genug haben, aber wir haben für die nächsten paar Stunden ein bisschen was. Ein paar Sträucher, was ist denn jetzt? Wo kommen die her? Oh. Oh, oh, oh. Genau. Und da ist noch einer. Na, das war doch schon wieder, oder? Na, 38 Leben noch. Oh,
wird er mit seinen langen Fingernägel wohl gleich mal ein bisschen im Rücken kratzen. Ja. Oder eine Spinne hat die geschossen oder so. Nee, das war er wohl. Der hat ziemlich lange Arme. So, wieder gut 2 Minuten später. Versuchen wir unser Glück. Da liegt mein Zeug und man hört gleich die Viecher quietschen. Checken. Ah, da ist er. Treffpunkt Backpack. So sieht er das wohl. Er damit alles nehmen. So ein paar Dinge hatte ich ihm ja schon in Kopie eben, oder? Jetzt geht's hier nicht weiter, weil es ein bisschen steil ist. What? Oh, sind wir auch gleich da. Prime Cave. Oh, guck mal da unten. Zivilisation. Oh, Beinbruch. Abgepuffert. Ist er zu Hause? Nein, er ist nicht zu Hause. Mann, was? Hab ich's nicht gesagt? Was ist er denn jetzt? Maximum. Wo bist du? Ist er noch hinter mir? Ja, da oben. Kommt der rein? Macht er sowas? Nein, der kommt rein! Warum kommt der rein? Huhu! Alter Falter, hau mal auf, du. Maximum Prime. Ey, der war ja eben noch auf dem Server. Was soll denn jetzt? Warum ist denn der nicht hier? Und ich will mich doch nicht. Ja, vom Teamspeak sehe ich gerade, ist er auch runter. Und der war vor 2-3 Minuten war der noch da. Mann, das ist ja wie gespielt. So eine Scheiße. Na, dann machen wir folgendes. Ich warte jetzt hier vielleicht 2-3 Minuten. Ja, und dann überlege ich mir, was ich mache. Wir machen Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.